geschossen dich! Verstanden. Wie viele haben wir verloren? Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordshot kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Haben Sie das auch verstanden? Ja. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Es war klar. Es war klar. Oh Gott! Ist also ehrlich, wirklich? Na komm. Wirklich? Wirklich jetzt? So richtig, echt? Wirklich jetzt! Leck mich! Es war nicht dein Teammitglied, du Vollidiot. Will ja nichts sagen. Klingt, als ob da noch einer drin wäre. Und wo? Also, aha. Ich habe getroffen. Am Arm. Müssen wir zu diesem Kern nochmal? Zu welchem? Oder zu welchem Kern? Warte mal. Okay. Kapsel. Ach, wir müssen jetzt dahin fahren. Oh. Sehe ich das richtig? Sie haben die Brücke eingezogen. Wir müssen die Steuerung finden. Keine Zeit. Suchen wir einen anderen Weg rüber. Thank you.
würde mal sagen, hier lang. Kann ich nicht hier runter hüpfen? Nö. Es ist mir zu hoch. Anscheinend. Kann ich hier runter? Auch nicht. Alles gleich, ich muss die Leiter benutzen. Na gut. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Cerberus schickt schwere Truppen her. Wir müssen diese Stellung halten. Hey, komm schon. Ist hier irgendwo Munition? Nee, ne? Doch, da. Bist du vor meinen Lauf gelaufen? Voll rein. Für die nächste Welle zu treffen. Okay, hört sich an, wie wenn da was Größeres gleich passiert. Hat die Kapsel den Stase-Modus beendet? Es sollte nicht mehr lange dauern. Zweite Welle. Wir sollten auf uns geht's. Überlegen, wie wir den Feind am Vorankommen hindern können. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Ja, dann macht es doch. Schon dabei. Schwerer Mech im Anmarsch. Ach, wie süß du bist. Du versteckst dich hinter der Wand und denkst, es hilft dir. Oh. Hey! So war das nicht abgesprochen. Ist hier irgendwo Munition? Brauch Muni. Hallo? Ah, da. Geschafft. Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen. Na, jetzt sind wir alle gespannt. Es hat sich nicht gelohnt.
braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Vorsichtig, er ist verwirrt. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... ein paar Minuten. Negativ. Berechnung zufolge bitte Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage. Soll ich daraus ein Reich wieder aufbauen? Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind! Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Ich werde mehr sein als das. Wie viele andere? Nur Sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich gelesen, während ich Zeugin war. Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Ihr Volk hat sein Möglichstes getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Asari. Mensch. Synthetisch. Das ist kein guter Anfang. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns? Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Ein lebender Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler begreifen kaum, was sie überhaupt tun müssen. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Hackett, Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Am
Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Rühren. Ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Ich spüre Angst in Ihnen. Furcht und Zweifel. Die Reaper gewinnen. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In Ihren Zellen, Ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Die. Fanden Sie einen? Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnung. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging. Und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert? Jetzt haben wir Ihre Pläne für den Tigel. Er ist bereits im Bau. Tigel? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator. Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Bei unserem Kampf gegen die Reaper war bisher nichts so schablonenhaft. Denn Sie haben die Hoffnung, dass Ihre Ehre bei Kriegsende noch intakt ist. In der Tat. Fragen Sie mal in der Asche einer Billion Seelen die Geister, ob Ehre etwas zählt. Ihr Schweigen reicht als Antwort. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Tigel helfen? Nein. Es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit ihnen. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Ich würde gern noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Jetzt geht's los. Ich habe über 12 Artikel über Ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen? Können Sie uns noch etwas über den Tigel sagen? Nur, was wir gehört haben. Es hieß, unsere Wissenschaftler würden eine große Maschine konstruieren, die die Reaper besiegen könne. Sie haben sie nie gesehen?
Zu dem Zeitpunkt war das Reich bereits zerschlagen. Niemand wusste, was die anderen machten. Wenn wir es nicht bald beenden, ergeht es uns genauso. Wir kennen keine andere Spezies mit ihren sensorischen Fähigkeiten. Erfahrung durch Berührung weiterzugeben, war bei uns ganz normal. Die Chemie des Lebens. Komplexe Ideen konnten in Sekunden mitgeteilt werden. Das klingt ziemlich praktisch. Wir waren Jäger. Die detaillierte Wahrnehmung unserer Umgebung war überlebenswichtig. Langsam beginne ich, die Sender etwas besser zu verstehen. Später haben wir die Technologie entwickelt, Informationen durch Berührung in bestimmten Objekten zu speichern. Das Gedächtnis hat einen eigenen Biomarker, genau wie Wissen und Fähigkeiten. Die Sender konnten sich das alles merken. Dinge wie die Reaper-Invasion. Ja, ich spüre noch ihre Verwirrung, als sie Zeugin der Vernichtung unseres Reichs wurden. Ihr Sein hat sich an diesem Tag für immer verändert. Können Sie etwas aus diesem Raum herauslesen? Ich spüre Flüssigkeit, eine Art Inkubation. Die DNA eines Kroganers, der hier wohnte, er war stark, gewalttätig. Ich bin beeindruckt. Sein Name war Grunt. Wäre er mein Feind, würde ich einen großen Bogen um ihn machen. In seinen Genen liegt große Stärke. Liara würde es mir nie verzeihen, wenn ich sie nicht fragen würde. Wie war die Zivilisation der Proteaner? Ja, ich habe mich immer gefragt, was für eine Regierungsform sie hatten. Wie sah ihre Religion aus? Oder vielleicht... Wir sind tot. Welche Rolle spielt das noch? Es tut mir leid. Das Studium ihrer Geschichte hat mich mein Leben lang begleitet. Bei meiner Geburt lag unser Reich bereits im Krieg mit den Reapern. Meine erste Erinnerung ist mein Planet, wie er in Flammen stand. Wie war Ihre Zivilisation vor dem Angriff der Reaper? Wir waren die dominante Spezies unseres Zyklus. Wir beherrschten die Galaxie. Meine Studien haben ergeben, dass Sie damals die einzige raumfahrende Spezies waren. Das kam mir immer seltsam vor. Wir waren ein Reich mit vielen Untertanen, die sich alle irgendwann selbst Proteaner nannten. Und wenn Sie das nicht wollten? Sie hatten keine Wahl. Heißt das, Sie haben die anderen Spezies versklavt? Jeder konnte sich gegen uns stellen und hätte im Siegesfall geherrscht. Viele haben das versucht, alle erfolglos. Ich wusste nicht, dass Proteaner so hart waren. Es musste sein. Wir stießen früh auf die Gefahren von Maschinenintelligenz. Sie hat gegen uns aufbegehrt. Das Problem hatten wir auch. Bei uns heißen sie Geth. Die Maschinen durften uns nicht überflügeln. Der einzig gangbare Weg schien uns, alles organische Leben in unser Reich einzugliedern. Hat es funktioniert? Eine Zeit lang. Der Metacon-Krieg. Wir waren im Vorteil. Dann kamen die Reaper. Und wir begriffen, dass die Maschinen uns längst überflügelt hatten. Nur ganz anders als erwartet. Auf Eden Prime sah es aus, als gäbe es weitere Stase-Kapseln. Was ist geschehen? Das Reich war gefallen. Unser Zyklus verloren. Wir waren die letzten Frontkämpfer, die besten noch lebenden Soldaten. Es hätten also mehr von Ihnen diesen Zyklus erleben sollen? Sorry? Ja. Unter meiner Führung hätte sich ein neues Proteanerreich erhoben. Wir hätten die Völker ihrer Zeit beherrscht und sie auf die nächste Reaper-Invasion vorbereitet. Aber Verräter in unseren Reihen, indoktrinierte Agenten, haben den Reapern unseren Plan mitgeteilt. Nur so aus Neugier. Wie hätten sie uns beherrscht? Wir hätten ihnen keine Wahl gelassen, als sich uns anzuschließen oder die Reaper allein zu bekämpfen. Wir haben zahlreiche proteanische Ruinen gefunden. Haben sie unsere Vorfahren überwacht? Wir haben vor dem Krieg Spezies mit Potenzial kultiviert. Und sie hätten irgendwann die Chance bekommen, sich dem Reich anzuschließen. Aber als die Reaper angriffen, haben wir damit aufgehört. In der Hoffnung, sie wären noch zu primitiv, um geerntet zu werden. Nun, dann danke.
glaube ich. Was können Sie uns über Ihren Krieg gegen die Reaper sagen? Viele Details gingen verloren. Der Konflikt dauerte Jahrhunderte. Die zu Beginn gegen die Reaper gekämpft hatten, waren bei meiner Geburt längst tot. Aber es gab Gedächtnisscherben, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wurden und uns Fragmente der Ereignisse zeigten. Vor einigen Jahren fanden wir auf dem Planeten Ilos eine Proteaner-VI, die sich Vigil nannte, der Verwalter eines Forschungsprojekts. Zu meiner Zeit war Ilos nur ein Gerücht. Es hieß, wir hätten Städte dort, errichtet auf den Ruinen einer alten Zivilisation, der Inusana. Falls wir dort wirklich eine Forschungsanlage hatten, war ihr Projekt streng geheim. Ja, Vigil sagte, sie hätten sich aus sämtlichen Aufzeichnungen gelöscht, damit die Reaper sie nicht finden konnten. Und dann gingen die Wissenschaftler in Kryostase. Es gibt noch mehr Überlebende? Nein, aber sie verhinderten, dass die Reaper in diesem Zyklus die Citadel übernahmen und haben die Invasion verzögert. Ich habe die Citadel nie gesehen. Sie fiel lange vor meiner Geburt. Wie hat Ihr Volk gegen die Reaper Krieg geführt? Zermürbungstaktik. System für System, Planet für Planet, Stadt für Stadt. Ganze Welten wurden geopfert, nur um die Reaper auszubremsen. Während sie eine Population ernteten, konnten wir uns neu formieren. Konnten Sie das langfristig durchhalten? Nein. Unser eigenes Volk wurde indoktriniert, konvertiert und wandte sich gegen uns. Aber wir hatten keine Wahl. Gnade ist keine Waffe, nur eine Schwäche. Warum hat Ihr Zyklus den Krieg verloren? Unsere Stärke, unser Reich, wurde zum Risiko. Alle Spezies folgten nur einer Doktrin, einer Strategie. Als die Reaper unsere Schwächen kannten, konnten wir uns nicht mehr anpassen. Die Dienervölker waren uneins und verwirrt. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Zum Glück ist das in unserem Zyklus anders. Die meisten Völker kooperieren, bleiben aber individuell. Das könnte Ihre einzige Hoffnung sein. Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Ich empfand es als amüsant. Was? Dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen. Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch. Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. Commander, Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Dann willkommen an Bord der Normandy, Javik. Ach ja. So, Javik. Alles klar. In welchem Raum bist du? Dockfrachtraum. Ah ja. Mal gucken, ob wir Post haben. Guck mal, ich habe so laut Musik gehört bis vor die Tür. Ja, Fische leben noch, dank des Fotoautomaten. Ja, ich habe Post. Und hier ist unser kleiner Hamster wieder. Ei, wie geht's dir? Na, schön dich zu sehen. Gut. Wenn wir jetzt noch das Bild von der Liara hätten, wäre alles super. Allianzvertreter haben bestätigt, dass die einheimische Widerstandsbewegung auf Eden Prime die Cerberus-Truppen erfolgreich vertrieben hat. Cerberus hatte Eden Prime aus noch unbekannten Gründen angegriffen und damit begonnen, die Kolonie zum Besatzungsplaneten zu machen. Aber nach unermüdlichen Angriffen durch die vereinte Bevölkerung muss Cerberus wieder abziehen. Die Allianz schickt nun Evakuierungstransporte, um die Kolonisten abzuholen, bevor die Reaper die Kolonie erreichen. Wir verdanken diesen Sieg der Allianz, sagt Widerstandsführer Edward Crabb in einer vorbereitenden Erklärung. Die Menschen auf Eden Prime waren immer kampfbereit, aber es bedurfte der Information durch die Allianz, damit wir
diese Cerberus-Mistkerle auch tatsächlich von unserem Planeten vertreiben konnten. Viele Widerstandskämpfer wollen sich nun beim Militär verpflichten, um die Allianz zu unterstützen. Da fällt mir ein, wir könnten auch mal zu... Ich glaube, sie ist hier, zu der Reporterin gehen. Die vergesse ich irgendwie immer. Die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Diese gute Dame, ich glaube, die war hier. Haben Sie unser neuestes Besatzungsmitglied gesehen? Sie meinen die größte Story in 50.000 Jahren, über die ich auf keinen Fall sprechen darf? Sie haben ihn also gesehen. Wollt's nur wissen. Wissen Sie, früher hatten Kameras keine automatischen Filter und die Reporter mussten vorher geschminkt werden. Hey, wir haben dieselben Schuhe an. Hey, wir haben fast dasselbe Kleid an. Mein Güte, die kopiert mich. Was ist mit der Frau? Warum macht sie das? Dann gehen wir zu Liara. Die Liara wird bestimmt ausflippen wegen dem Proteaner und mit uns darüber sprechen wollen. Könnte ich mir vorstellen. Es kann auch sein, dass sie gar nichts sagt. Und wir hatten ja was auf der Forschungsstation freigeschalten. Sag das nochmal. Hä? Wo kann ich denn da forschen? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Die Reaper entführen die Leute doch sonst lebend. Es geschah aus eigenem Antrieb. Als die Invasion der Reaper begann, haben die Kolonisten von Tyvor Nuklearwaffen in ihren Städten gezündet. Bei der Göttin. Ihr Tod trat sofort ein, Doktor. Danke, Glyph. Das wäre alles. Notizen über Proteane, Eintrag 1. Was muss diese Proteane alles gesehen haben? Wenn sie die Technologie hatten, jemanden mehr als 50.000 Jahre lang zu konservieren, ist es kein Wunder, dass sie so etwas wie das Gerät auf dem Mars bauen konnten. Ich muss ihm Zeit zur Erholung geben, aber bei der Göttin, wann werden wir je wieder die Chance bekommen, so viel über ihre Zivilisation zu erfahren? Anhang Notizen über den Proteaner. Da ist er. Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern, ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Nur 109, was? Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber nur, weil Sie ihn noch vorantreiben. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie Sie. Ich frage mich, wie Sie das machen. Vor jedem Weltuntergang denke ich an Ihren Wutausbruch, falls ich ihn nicht verhindere. Ich weiß nicht, ob ich es ohne Sie könnte. Schmeichlerin. Ich versuch's. Wir sehen uns bald, Shepard. Ach so, wir müssen es auf der Krankenstation. Ja, Grüße, auf der Krankenstation machen. Was? Ich habe in meiner Zeit auf der Normandy schon viele verrückte Dinge gesehen, Shepard. Einen entsprechenden. Ein kroganischer Name. Solus? Nein. Tredwina? Das klingt wie eine Blume. Eine farbenprächtige. Wenn ich endlich ein Kind bekomme, werde ich es nicht nach einer Pflanze benennen. Wie geben Kroganer denn normalerweise ihren Kindern Namen? Naja, die Männer betrinken sich mit Zowak-Saft und veranstalten Rübs.
ist in der Einsatzzentrale über Videoleitung verfügbar. Ja, okay. Schön für den Admiral Hackett. Uff. Ari hat um ein privates Treffen gebeten. Sie finden sie bei Dock 42. Tuchanka, Iber ist tatsächlich der Schlüssel zur Heilung der Genophage, aber die Herstellung eines Heilmittels erfordert Zeit. Unterstützen Sie weiterhin die turianischen und kroganischen Verbündeten bei ihrem Kampf gegen die Reaper, während das Heilmittel synthetisiert wird. Tuchanka, turianischer Zug. Primarch Victus berichtet, dass ein turianisches Schiff in geheimer Mission auf Tuchanka abgestürzt ist. Landen Sie auf Tuchanka und retten Sie den Zug. Attika-Traverse, die Rachni, ein kroganisches Kundschafterteam ist verschollen, als Gerüchte über Aktivitäten beim Rachni-Portal nachgegangen ist. Untersuchen Sie die Sache und finden Sie heraus, was dem vermissten Team zugestoßen ist. Cerberus-Angriff. Cerberus hat aus unbekannten Gründen die Kontrolle über eine alte Militäranlage auf Tuchanka übernommen. Landen Sie auf Tuchanka und neutralisieren Sie alle Operationen von Cerberus in dem Gebiet. Wir machen als erstes... Rachni. Oder? Wo muss ich hin? Hier, ne? Zu den Rachni, warte mal kurz. Sorry. Attika-Traverse. Das ist das. Oh. Das ist es nicht, ne? Das ist es, glaube ich, nicht. Aber wir gehen trotzdem mal dahin. Auf ihn bin ich gespannt. Ja, ist das sowas wie Biotik, was er hat? Weiß man das?
Oh, Kräfte aufladen, 200%. Tja, so ist es halt. Kann man nichts machen. Schmettern. Ach stimmt, ich habe ja das eine Dings da, Bums da. Aber Schmettern ist halt leider geil. Dann Garus hat 6 Punkte. Was machen wir bei ihm? Betäubungsschuss. Wir nehmen nicht so oft Kryo, deswegen eingefrorene Ziele. Wird nicht so oft vorkommen. Javik. 47. Antigravitationsgranate, okay. Den Wirkungsradius finde ich ganz interessant. Mal gucken. Der hat Schmettern. Garus hat immer noch Punkte zu vergeben? Einen? Wo soll er den denn hinmachen? Geht ja gar nicht. Gibt's Neuigkeiten, Shepard? Unsere Verstärkung wartet am Zielpunkt auf uns. Kompanie Aralak, kroganische Eliteeinheit. Korrekt, Shepard. Das ist eine sehr erfahrene Truppe. Eine Aktion zur Rettung einer Kolonie vor batarianischen Piraten hat sie berühmt gemacht. Hört sich gut an. Jedenfalls hat man nichts mehr von einem Team kroganischer Kundschafter gehört, seit sie durch das Rachni-Portal gingen. Verständlich. In meinem Zyklus wurden Rachni als lebende Waffen eingesetzt. Als Waffen? Sie waren damals nur Tiere, ohne Technologie. Gewalttätig, aber nützlich. Als sie zum Problem wurden, mussten wir 200 Welpen verbrennen, um sie zu stoppen. Wir wissen nicht viel, aber es wurden keine Rachni-Aktivitäten gemeldet. Seltsam. Wir haben die letzte Rachni-Königin nur leben lassen, wenn sie dann für immer verschwindet. Sie würde keinen neuen Krieg riskieren. Rechnen Sie einfach mit allem. Ja, das Shuttle ist eingetroffen. Bewegung, Team 2. Wer was entdeckt, macht Meldung. Nein, oh mein Gott, hallo. Grant? Shepard? Ja. Was machen Sie denn hier? Das gleiche könnte ich Sie auch fragen. Haben diese Trottel Sie nicht eingesperrt? Doch. Man wollte die Batarianer von mir fernhalten. Es sollte während der Kriegsvorbereitungen keine Probleme mit dem Rat geben. Die Lage hat sich geändert. Ja, Sie haben wichtigere Probleme, das stimmt. Deshalb befehlige ich hier draußen die Kompanie Aralak. Sie sind hart, halten sich für unbesiegbar, rücksichtslos, aber effektiv. Das klingt vertraut, Grunt. Wie haben Sie es vom Neuling ohne Erfahrung zum eigenen Kommando gebracht? War nicht einfach. Rex brauchte für die Kompanie Aralak einen Anführer, der die Zukunft unserer Spezies repräsentiert. Dank Ihnen habe ich meinen Initiationsritus auf Tuchanka abgelegt und wurde Teil des Erdnat-Clans. Ich war gleichberechtigt. Als Stärkster wurde ich ausgewählt, diese ehrenvolle Kompanie anzuführen. Allen gefiel sicher nicht, dass eine Tankzüchtung den Befehl bekommt. Ich habe mir meinen Platz mit Namen verdient. Diese Kroganer respektieren mich. Sie waren eine Nervensäge, Grunt. Aber wenn die Kroganer nur halb so gut sind wie Sie, schaffen wir es bestimmt hier raus. Ha, gut, dass Sie da sind und beim Schädelspalten helfen, Shepard. Schwer zu glauben, dass das Rachni sein sollen.
Das ist doch verrückt. Rachni. Eine Chance, dem alten Feind zu begegnen? Unwiderstehlich. Ja, sie sind es. Der Kroganer, der in meinem Quartier auf der Normandie gewohnt hat. Sie haben Spuren hinterlassen. Was? Wer ist das, Shepard? Sie sollten sich nicht so sehr auf die Rachni freuen. Sie waren beachtliche Gegner, selbst für mein Volk. Fragen Sie später. Wie Sie meinen. Wir wissen nicht, ob die Rachni hiermit etwas zu tun hatten. Wir sollen die Kundschaft erfinden. Also, ich habe keine Anzeichen von Aktivität gesehen. Zugegeben, aber dieser Ort stinkt wie eine eitrige Wunde. Laut unseren Scans laufen die Tunnel an einem zentralen Punkt zusammen. Mit etwas Glück ist es ein Nest. Das könnte Spaß machen. Genau wie in alten Zeiten, Grunt. Kompanie Aralak, Abmarsch! Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wir treffen uns im Kundschafterlager. Alles klar, machen Klingt wir. Klingt gut. Nehmen Sie, was Sie brauchen und rücken Sie ab. Basislager wurde dezimiert. Die Kroganer sind zu selbstbewusst. Das ist ihre Schwäche. Bereit, Shepard. Wir sind direkt hinter Ihnen. Würd gern noch mit ihm reden. Bereit zum Aufbruch? Nee. Was haben Sie nach dem Sieg über die Kollektoren gemacht? Ich habe die meiste Zeit auf Tuchanka verbracht und gelernt, was es heißt, ein Kroganer zu sein. In dem Labor, aus dem ich komme, bestanden die Lektionen darin, mit Übungswaffen zu kämpfen. Es hatte kein Biss, kein Gewicht. Ich brauchte Blut und Schmerz. Ich machte Fehler und lernte daraus. Erzählen Sie mir mehr über dieses Unternehmen. Aralak bedeutet Auge des Zorns. Wir sind benannt nach der brennenden Sonne von Tuchanka. Rex hat uns aus verschiedenen Clans ausgewählt, um zu zeigen, dass wir vereint sind. Wir wurden geschickt, weil wir die Stärksten sind. Hat Warlord Okir Ihnen während Ihrer Erschaffung irgendetwas über die Rachni implementiert? Okir hat dafür gesorgt, dass ich von den Rachni wusste. Sie werden als Feind respektiert. Alle dachten, sie wären tot, von den Kroganern besiegt. Sie haben bewiesen, dass das nicht stimmt. Wenn sie hier sind, befiehlt mein Blut ihren Tod. Was ist mit dem Spähtrupp geschehen? Sieht aus, als hätte etwas das halbe Lager durch ein Loch nach unten gezogen. Ihr Shuttle muss es auch erwischt haben. Sie saßen hier fest. Ist auch egal, wir sind hier, um die Rachni zu finden und auszuräuchern. Also gut, gehen wir. Endlich! Bin hinter Ihnen, Shepard! Na, ich sag nichts. Ups! Lasst mich raten, ich bin allein. Nein. Shepard! Noch in einem Stück! Sieht aus, als wären wir alle okay. Halten Sie Funkkontakt! Sind unterwegs!